Nubiwan, wir müssen Divinity aufnehmen. Will ich Divinity aufnehmen? Nubiwan, wir müssen Divinity aufnehmen. Aber es saugt mir meine Kraft aus. Hallo Leute. Wir hoffen, euch geht's gut. Willkommen hier zum 82. Teil. Jesus, ey. Naja, wirklich. Divinity 82. Original Sin 1. Ja, 1, muss ich betonen. Auf Twitch spiele ich nämlich gerade schon den zweiten Teil. Auch nicht besonders spaßig. Aber ja, Aber ihr willkommen. lacht, also fairerweise, ihr lacht wenigstens sehr oft beim Spielen. Ja, aber Eine wir lachen Sache halt auch darüber, über die an Fails, sich ja, aber weil eine. es noch in dieser Phase ist. Genau, aber das ist so eine Sache, die ist uns hier schon lange verloren gegangen. Es fiel so leicht, Woche um Woche nicht Divinity zu spielen. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzte Folge vor einem Monat hochgeladen oder so. Kann gut sein. Es wurde mal halt so aus, wir haben noch keine Folge für diesen Sonntag, wurde mal eben, wir haben für die nächsten 4 Sonntage keine Folgen. Das ist tatsächlich jetzt die Nee, größte so Pause wurde das nicht, gewesen. sondern wir wussten, wir haben für den Sonntag keine Folge. Wollen wir uns ransetzen? Nö. Okay. Und dann bitte nicht mehr ransetzen. Das war eher so die. Ja, es fällt halt so leicht. Es ist halt einfach. Ja, wir haben uns entschieden, nicht den Typen nochmal zu versuchen anzugreifen. Der war ja ziemlich OP. Was zur Hölle? Das sind Geister. Ich würde am liebsten jetzt schon wieder speichern. Und eine Geisterkutsche. Ja, aber wir sind ja davor noch gespeichert, von Ja, daher. wir haben noch nichts Das sind getan. direkt Gegner. Okay. Okay. Oh, ich bin wieder mit dem Bogen unterwegs. Großartig. Naja, mit einer Armbrust. Ja, das true, true. Okay. Aber es ist besser halt als nur mit Klingen. Aber auch dort darf ich bei Stellt euch Divinity vor, ne? 2, darf ich auch untersuchen die ganze Zeit. Okay, Stellt euch Stufe vor, ihr 17. dürft mal einmal nicht mit einer Fernkampfwaffe spielen. Bucht. Hey. Ach du Scheiße. Warum greifen uns die Ochsen auch an? Seele des Wildschweins. Verfluchter Wilder. Ich nehme an, weil es Verfluchte sind, dass sie uns deswegen alle angreifen. Don't know. Aber Wucht. Ich bin überrascht, dass sie Wucht wenig Widerstand haben. Sie haben minus 50. Das heißt, sie kriegen ja 1,5 mal so viel Schaden durch Angriffe mit Wucht. Ja. Was krass ist. Also, ich hätte eher gedacht, dass man, das sind ja 1A Geister oder sowas, dass man da irgendwie eigentlich eher was mit magischen Angriffen machen müsste oder so. Ich meine, du hast irgendwelche Elementarpfeile, die Wuchtschaden machen. Ja, aber Also ich ich glaube. hatte hier doch diese. Ist halt die Frage, ist der. Wie sah es denn bei Stichschaden aus? War dort kein Ich frag mich, ob Widerstand? das hier ein Hindernis ist. Nee, ne? Knifflig. Wenn unsere Attacken ganz normal diese Wilderer treffen, dann sollten sie theoretisch auch den unbewaffneten Wagen treffen. Okay, ja, aber sie haben keinen Stichwiderstand. Okay, dann versuche ich es erstmal mit einem Wucht. Okay, aber Oh, sie kriegen wow. Schaden. Und sie können umgeworfen werden. Das andere ist zu weit weg. Ja, ist aus der Sichtweite. Dann bleibt vielleicht sogar fast hier stehen, würde ich Soll sagen. ich nicht noch einmal hier drauf? Oder so natürlich. Au! Alter. Eieiei. 5700, das ist aber auch. Aber so viel ist es auch nicht mehr, oder? So viel Das kann auch Erfahrungspunkte. sein. Vielleicht Warte kommt es mal. mir auch nur so vor. Kann ich mal kurz mein Charaktermenü aufrufen? Ja, guck mal, wir brauchen knapp 100.000 Erfahrungspunkte. Insgesamt für Stufe 18. Die sind aber auch auf unserem Level, sehe ich auch gerade. Also wir sind auch gerade Stufe 17. Warte mal. Das hier ist doch Wuchtschaden, oder? Nee, natürlich nicht. Stimmt, es ist ja aus irgendeinem Grund, es ist das ja Schnitt. Schnittschaden. Ich habe das nie kapiert. Das ist ein Nee. Angriff, bei dem ich losrenne Und und da so steht schon Sturmbockmäßig. Sturmbock. Ja, warum ist das Schnittschaden? Warum ist es Schnittschaden? Ich begreife das nicht. Ja, gut, aber dann. Was war das hier nochmal? Unruhe, auch Schnittschaden. Oh, dammit. Also, ich hab. Das hier Na ist gut, auch Schnittschaden. Schnittschaden macht ja normalen Schaden. Du kannst ja erstmal hin und dann die umhauen, vielleicht jemanden und dann Ich gucken. weiß nicht mal, ob ich überhaupt bis dahin komme. Also, ich habe zwar das Ding hier, aber. Ich weiß Ja. nicht, ob ich das halt riskieren soll. Echt, das Ding ist dann zu weit entfernt. Oh, das ist ärgerlich. Sonst hätte ich da ja komplett durchgehen können.
Na. Okay, soll ich mal einfach riskieren, diesen Wolf hier umzuhauen? Nee, lieber ihn hier. Und dann gern das hier. Oh ja. Naja. Naja, ich habe ja auch Feuerschaden. Das ist natürlich ein bisschen weniger gut bei denen. Ja, komm, Madora kommt hier direkt hinterher. Sehr interessant, dass sie durch den. Ja, ne? Er Durch. scheint also echt kein Hindernis zu sein. Okay. Oh, sehr schön. Okay, direkt Voll ein gut. Los gewonnen, ja. Ich lese mal automatisch das Doppelte eigentlich, wenn dort halt Erfahrungspunkte-Werte stehen, weil es ist ja klar, es wird angezeigt für jeden Charakter, den er natürlich bekommt. So weit entfernt. Ja. Oh, hast du dir gemerkt, ob die irgendwie Wasser widerstanden? Nee, wobei dürften sie nicht so sehr. Ich glaube, Madoras Axt war nämlich auch mit Wasserschaden versehen, weil er ja sehr viel Wasserzauber Würdest du hat. einfach sagen, ich laufe hier rüber mit 6 AP? Ja, die Reichweite ist halt echt enorm gewesen, weil der eine Geist halt dort vorne schon stand, ne? Dadurch, dass die jetzt halt so weit entfernt Ja, okay, sind. mit dem kann ich nicht so ab. Ich könnte normal angreifen. Ja, mach's einfach, können wir mal probieren. Jo. Okay, ja, echt nicht viel, aber. Taktischer Rückzug? Das ist ja. Wo ist denn das ein Rückzug? Wie asozial, der ist einfach. Der ist umgangen, dass der von uns umzingelt war. Ja. Buh! Gesegnet. Okay, ich habe absolut. Das ist, glaube ich, das allererste Mal, dass irgendwer diesen Status verwendet hat. Ja. Was ist jetzt dieser Statuswert, den dieser Steh jetzt hat? Okay, er hat einfach seinen Kollegen gekillt. Sehr interessant. Alter, was? Okay. Okay, es hat furchtbar wenig Schaden Aber es angerichtet. sah. Es sah echt episch Ja, aus. es sah episch aus. Aber es hat absolut kaum was angerichtet. Sind wir. Nee, wir sind ja nicht plötzlich OP, oder? Alter, wie viel La. What? Warte, gab es ein Update vielleicht? Nein, niemals. Das Spiel ist 5, 6 Jahre alt. Oh, da ist auch noch einer, okay. Rasend vor Wut. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall aufpassen, dass wir echt nicht zu unklug handeln. Ich krieg auf jeden Fall ja nächste Runde ein bisschen Schaden wegen Brennen. Okay, aber er hat einfach beide mal daneben gehauen. Kümmere du dich erstmal um den Jetzt, ja, Piepen aber ich hier. wollte halt eigentlich eine Skalwe zu euch nach hinten schicken. Hier. Ja, stimmt Weil die ist doch natürlich. so geil. Aber guck mal, das reicht nicht mal Nee, aus. komme ich nicht ran. Oh, man, warum musstest du dich genau da hinstellen? Wirklich, oder? Da hat er einfach genug Punkte auch gehabt, sich direkt vor dich zu stellen. Knall ihn einfach mit einem Wuchtfall ab, würde ich sagen. Ja. Gott sei Dank einfach an ihm vorbeilaufen. So, weg mit dir. Trotzdem nervig. Ja, natürlich. Jetzt kann ich Auch genau richtig zwei asozial. noch laufen. Bestimmt. Du kannst halt echt. Du kannst. Von allen Personen kannst du so wenig laufen damit, ey. Ja, das stimmt. So, ihr wirbelt eure Waffe um euch. Das würde ich natürlich. Warte mal. Achso, warte. Gebe ich Zielen Schaden oder automatisch Gegnern? Hallo! Was. Nein! Ich will nicht laufen! Was ist denn los? Ich möchte. Auf Dreieck. Ach, diese Steuerung ist furchtbar. Okay, mit jedem Treffer. Ja, aber das Ding ist halt so. Also mache ich Madura auch Schaden dann? Weil das würde ich gern vorher wissen, bevor ich das mache. Weil es kostet mich fast sämtliche meiner Punkte. Und ich würde einfach wirklich vorher gerne wissen, ob Madura dadurch dann halt eben auch Schaden bekommt. Theoretisch ja nicht, oder? Oh, lieber haben wir noch gar keinen Schaden bekommen. Aber ich würde trotzdem auf das Wild fallen. Jetzt sehen. Probieren wir es mal aus. Wait, what? Der hat doch nur auf einen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für eine Beschreibung einer Fähigkeit? Ihr wirbelt mit eurer Waffe um euch und verursacht mit jedem Treffer 174 bis 237 Schnittschaden. Das sagt doch ganz eindeutig aus, dass man um sich schlägt. Warum wählt man dann immer noch ein Ziel aus und macht dann auch nur einen Zielschaden? Wie dumm ist das denn? Hä? Okay, muss man nicht verstehen. Ist irgendwie einfach komischer Bullshit. Ich würde mich trotzdem vorsichtshalber etwas heilen. Ja.
Sicher ist sicher. Okay, und Madora ist am Zug. Okay, was mache ich denn jetzt mit dir? Vernichtende Faust würde ja eigentlich Sinn machen. Schön niederschlagen. Hier, komm. Sehr gut. Und dann haust du einfach auf den hier ein. Ah, oh, schön. Finde ich auch lustig, dass wir auch einfach Schaden auf die reflektieren können. Ja. Also, ihr seid absolut keine guten Geister, Leute. Ah, oh, okay. Oh, aber krass, dass Madora einmal ausgewichen ist. Ja, der Typ, glaube ich, mit dem Berserker-Modus, den er sich gegeben hat, scheint dafür zu sorgen, dass er halt. Wow, du wirst einen erwischen. Okay, warte, wie viel brauche ich? Einen kann ich nur laufen. Eieiei. Krass, ey, du bist gerade echt nutzlos, ne? Ei. Ich will, du hast zwei gekillt. Das will ich dir gar nicht absprechen. Aber du kannst nicht mal einen AP verbrauchen, um zu laufen. Ja, dann scheiß auf die blöde Salvenattacke, das bringt ja auch nichts. Du hast deinen Splitterpfeil oder sowas, dann mach lieber das. Aber der Splitterpfeil. Okay, der Splitterpfeil Da würde musst du halt. eher. Oh shit, nein. Du Nee, erwischt, Ziel du ist zu weit erwischt. entfernt. Ja. Also. Okay, wow, du bringst gar nichts in diesen Kampf. Ich laufe mal ein. Ein AP. Komm schon. Ja, Ein okay. AP. Okay, das könnte ja eigentlich ausreichen, oder? Ja. Ja, aber das sind nur zwei, die getroffen werden. Drei. Nee, hier im Radius. In Aber er diesem. markiert sie trotzdem. Ah, okay. Ah, vielleicht kann ich dann Eigentlich trotzdem die sogar alle Salbe vier. nehmen. Das glaube ich nicht. Die sind ja trotzdem nicht rot unterstrichen. Ja, gut, da sind so die vorderen zwei. Ha. Gut, dann Da würde wird's ich nicht drauf halt der wetten. Splitterpfeil. Ja. Das ist jetzt auch kein zu heftiger Kampf, merkt man ja auch gerade. Also, Madora. Haben die anderen Schaden bekommen? Ich habe gerade das Gefühl, dass die anderen keinen Schaden bekommen haben. Vielleicht standen sie doch zu weit aus dem Radius draußen. Typical. Okay, erstmal one-shotten wir jetzt auf jeden Fall mal hier jemanden. Ich würde sagen, den hier, der nervt mich echt sehr Ja, stark. der macht am meisten Schaden. Sehr schön. Weg mit dir. Und dann habe ich ja sogar noch AP übrig. Mensch. Alter, sehr Voll gut. gut. Dora, mach ihn Hab fertig. ich, Madora habe ich das nicht beigebracht, ne? Das ist schon irgendwie echt blöd. Ja, gut, 105, fast Stichschaden, das ist auch nicht so wichtig. Hau ihm auf den Kopf. Oh. Sophie. Hilf ihm auf. Hier, dann booste uns nochmal alle. Aber du hast ihn unterkühlt. Ich darf sogar noch mal. Ich glaube, du bist auch tatsächlich der Einzige von uns mit Jahan, der einfach mehr als zweimal pro Runde angreifen kann. Oh Mist, wie wechsle ich das nochmal hier? Wieso ist unser Bildschirm nicht geteilt? Ja, Danke. ich raff's auch gerade wieder nicht, wieso er es nicht automatisch gemacht hat. Ich wollte gerade die Kamera drehen, dafür so, hä, wieso geht Ja, das ich hab's gerade auch nicht? nicht hingekriegt. Hä? Junge! Irgendwas haben wir wieder umgestellt. Es ist furchtbar. Weil ich dir zu nah im Radius bin, ne? Nee, 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 das war nicht immer so. Wir haben auch am Anfang, als wir gerade den Spielstand geladen haben, auch nebeneinander gestanden. Ach, können wir bitte kurz ausprobieren, was es nochmal ist, was das umstellt? Das ist furchtbar. Ich will hier was auswählen und es klappt dann einfach gar nicht, weil. Nee. Bildschirmteilung Bildschirmteil auswählen, das erzwingen. war's, ja. Oh, furchtbar, ey. Mal wieder Ja. eine scheiß Vor Bartaxt. allem so eine haben wir schon mal gefunden, die war echt nicht Ja. gut. Oh, es ruckelt ein bisschen, oder? Ja, durchaus. Irgendwie hier lagen noch Pfeile auf dem Weg zu denen. Hattest du die Ja, die habe ich gefunden? schon mitgenommen, danke. Alright. Sehr schön. Ich mache einmal schnell Ich wollte speichern. gerade sagen. Oh, Lieber speichern. Also, wir aber haben ich auch gar meine. keine Stoppuhr gestellt für diesen Nee, Teil. das stimmt. Wir sind Weil voll wir aus der dachten aber auch, Übung. glaube ich, dass es sehr schnell wieder vorbei ist und wir euch quasi nur in Kenntnis setzen. Es gibt weiterhin ein paar Wochen keine neuen Folgen. Okay, also wir können bestimmt noch mal in diese Ecke hier und das erkunden, oder? Ich glaube, Ja. das ist uns noch nicht geläufig, was da so ist. Oh ja, es wirkt sich, es spielt sich gerade wirklich sehr, sehr ruckelig. Ich finde aber auch dieses, diese Gegend hier ist sehr an Details überladen, so an Hintergrunddetails. Ein Kaninchenbau. Ja, komm, steckst du sonst wohin? Ja, komm, eine Karotte. Was Habt ist? ihr Warum macht? Neuigkeiten? Warte mal,
Kommt da drüber, wo die Sonne scheint, habt ihr nicht. Ach so, das ist das Waldopfer. Ja. Ich dachte, dass da unten vielleicht irgendwo sich jemand unterhält oder irgendwas, dass wir was aufschnappen können. Achtung, das. Ich glaube. Nee, das ist ein Stein, Nee, okay, ich das. konnte einfach nicht weiterlaufen. Ah, okay. Großartig. Nee, dieser Stein. Ups, da hänge ich. Ah, okay, jetzt hängen wir alle fest. Was ist denn hier? Was ist denn das jetzt? Was ist das? Was zur Hölle, Spiel? Hängt man Da da haben einfach sie ein komplett bisschen fest? zu eng gebaut, würde ich sagen. Ja, wirklich, wie hat man denn das geschafft? Okay, dann haben wir diesen Teil eigentlich echt größtenteils erkundet, ne? Ja. Also, wie gesagt, wir haben das hier, ich glaube, hier oder hier war das, wie gesagt, mit diesem Dude, der hat das letzte Mal den Hintern versohlt. Da würde ich, wie gesagt, erstmal von fortbleiben. Ja. Und hier unten war das mit diesem komischen Auge, ne? Das einfach den Kampf einleitet, zu uns fliegt und uns instant tötet. Das heißt, wir können ja hier hingucken, dass wir da hinkommen. Wo kommt das her? Ich wollte gerade sagen, was ist denn das jetzt? Das war ganz klar nicht so gedacht, dass, oder? Ah, das ist wahrscheinlich wieder eine optische. Ist das wieder eine Täuschung? Also da oben scheint auf jeden Fall wieder so eine Art Mine zu sein. Okay, Alter. Ich dachte jetzt gerade schon versehentlich, weil es so kurz geruckelt hat, ich bin versehentlich jetzt gegengelaufen, bin instant tot. Eieiei, dieses Spiel, ey, wirklich. Ich meine, immerhin gab es ja jetzt auf jeden Fall schon mal wieder einen Kampf, den wir auch gewinnen konnten. Der jetzt nicht gerade fordernd war, aber okay gewesen ist. Ah, ich komme gerade wieder nicht mit der Karte zurecht. So. Ich komme gerade nicht zurecht, dass es so ruckelt. Wirklich? Das ist echt heftig. Ich weiß gar nicht, ob es an unserer PlayStation liegt. Bitte Oder woran sonst? nicht. Aber Sony hat letzt wieder gesponnen. Oh, ich bin tot. Oh je, es ist genau das passiert, was wir also befürchtet haben. Freya ist versehentlich dagegen gelaufen und jetzt ist sie tot. Dieses Spiel ist furchtbar. Wir haben noch Wiederbelebungsschriftrollen oder so irgendwo, ne? Ja. Okay, Der ist habe ich. bestimmt im Inventar oder so. Oh Mann, komm, das ist halt echt. Das ist halt wirklich großartiger Bullshit, oder? Also, Regeneration. Wasser des Lebens. Ich. Irgendwo hatten wir das doch. Oder habe ich die nicht? Das kann natürlich auch sein, dass ich keine davon habe. So. Hier, das sind die Wiederbelebungsschriftrollen. Okay, davon habe ich keine. Doch, hattest du. Wo denn? Ganz oben. Oh, doch Da. dort. Okay, sorry, das sieht halt einfach absolut nicht aus nach Wiederbelebung. Das sieht halt leider absolut nicht danach aus. Okay, ich kann es da mal reinpacken. Ich hoffe, ich darf da jetzt auch rausgehen, ohne zu sterben. Wirklich. Ja, okay. Lass uns mal einmal hier schnell speichern. Ey, das ist. Sorry, aber das ist halt ein furchtbares Gimmick bei was auch immer das dann da sein soll. Also anscheinend möchte das Spiel erst noch nicht, dass wir auf diese Pyramide hier gehen. Aber hätte man das nicht mit irgendwas anderem machen können, als einfach spontan Lavaboden aus der Ecke zu schießen? Das hier ist kein Roguelike. Es ist ein verdammtes, vermaledeites Rollenspiel. Rundenbasiertes Rollenspiel ja schon fast eigentlich nur noch so. Da sollte sowas echt nicht sein. So, come on. Gut, dann machen wir halt hier rum einen Bogen. Oh ja, das tun wir. Okay, ja, dann, warte mal, dann. Was war das hier nochmal? Hier ist der Eingang zum Quellentempel. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rum und versuchen hier hochzukommen. Da ist auch noch so ein komisches Plateau. Warte mal, laufe ich dafür in die richtige Richtung? Ja, ich will das hier runtergehen. Ja, wir. Ich. Genau, ne? Ich sollte gleich. Oh, hier ist noch ein Skelett. Das hat vielleicht nichts dabei. Natürlich hat es das nicht. Stell dir mal vor, da wäre jetzt interessanter Loot. Warum macht man sich so oft in diesem Spiel die Mühe, Behälter zu bauen? Wie zum Beispiel dieses Skelett, das man untersuchen kann, oder Kisten, Oh, oder. pass auf, hier ist eine Falle. Und da macht man sich so oft diese Dinge zu designen, sie extra in die Spielwelt zu platzieren. Extra einen Schalter einzubauen, dass das als solches erkannt werden kann und untersucht werden kann,
damit dann nichts darin ist. Ich Nicht habe mal die nur. jetzt nicht entschärft, Okay. weil ich nichts mehr habe zum Entschärfen. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Das ist echt bitter, Oh. das. Oh shit. Warte, können wir die schon bekämpfen? Weiß ich nicht. Wollen wir es ausprobieren? Warte mal, komm mal kurz zurück. Lass uns sicherheitshalber hier auch nochmal schnell, schnell speichern. Bisschen nochmal zurück. Auf jeden Fall, dass jetzt genau dann herkommt und den Kampf auslöst, während der Nicht. Schnellspeicherprozess noch beschrieben Ich ist. glaube, der ist schon stehen geblieben. Ja, stimmt, ich höre ihn auch nicht mehr. Also ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob wir nicht davon auch schon welche bekämpft hatten. Für den Fall der Fälle, warte mal, sollte ich mal kurz dafür sorgen. Ich habe ja ein blödes Feuerschwert ausgerüstet. Was natürlich nicht so hilfreich ist. Ich habe übrigens eine verstärkte Arbaleste. Warte mal, kann ich? Nee, okay, ich dachte, da könnte man eine Zweitwaffe reinpacken oder so. Aber dann würde ich mir vielleicht. Brachus 2 Handeis, die war so kacke, die Waffe. Also, die ist halt wirklich so kacke. Jetzt mal im Ernst, 77 bis 137. Da muss ich jetzt ja halt eben das Ding ausrüsten, auch wenn ich absolut nicht glücklich damit bin, weil es so viel weniger Damage macht. Aber es ist immer eine Luftwaffe. Haha, eine Luftwaffe. Ja. Und du hast noch drei Fähigkeitspunkte. Ja, aber ich habe, glaube ich, auf Scharfschütze gespart. Bin Okay. aber jedes Mal auch wieder so, hä, warte, was habe ich Denk besorgt? dran, da links war auf jeden Fall eine Mine. Und dann lass Ja. uns mal hier hingehen und hier einfach vielleicht warten, dass er kommt. Weil ich weiß ja nicht, ob da vielleicht, da, wenn wir ihm jetzt weiter entgegengehen, ob da weitere. Nicht nach vorne. Ja, Ich bin der Nahkämpfer. aber ich will halt mit Freya so stehen, dass ich was tun kann. Ja, gut. Ich meine, der andere Fall jetzt gerade eben war ja schon echt sauspezifisch. Ja. Ne, so dass ein Gegner sehr weit vorne stand, der ganze Und Rest da so schaffe ich hinten. es ja auch immer ganz gut, die Kills einzusacken. Das stimmt halt Manchmal eben, machst du den ne? Abstauber, aber das ist okay. Licht Ah, okay, ich betrachten. wollte gerade sagen, er dreht Umarme sich jetzt den nicht original jetzt Tod. um und geht da wieder zurück, oder was? So, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Dämon der Leere. Er hat ultra wenig Wasser. Genau, er hat nämlich sehr viel. Oh, verdammt, er hat aber auch Luftwiderstand. Aber es ist immer noch besser als der Aber Wasser und Feuerangriff. Schnitt. Schnitt. Oh, das heißt, gerade du und Jahan sind ja jetzt eigentlich, sollten jetzt da richtig gut abräumen können mit dem So, Schaden. ich kann hier irgendwas. Du Genau, konntest doch. das hatte 0 gekostet. Die Trefferwahrscheinlichkeit, aber ich hatte was anderes noch. Du hattest doch, glaube Hier. ich, so einen, wo du Dauerfeuer machst auf jemanden oder so, oder? Hattest du sowas nicht auch? Dauerfeuer? Ja, sowas quasi wie diese Pfeilsalve, nur dass du sie nicht wie in einem Schwenk über alles Mögliche im Weg schießt, sondern Sperrfeuer war das doch, genau. Ja. Mehrere Pfeile in einer geraden Linie, genau. Da würde ich sagen, haust du ihn erstmal, begrüßt ihn erstmal damit. Oder? Alter. Okay. Meine Güte, ey. Aber, siehst du, aber wir hatten ja in dem anderen Gebiet noch diese Dämonen, die konnten wir definitiv nicht besiegen. Die hatten ja, glaube ich, die waren, glaube ich, auch unsterblich, wie diese Ritter oder Wasser sowas. mochte er nicht, ne? Genau, Wasser macht er auch nicht. Ja, ich glaube, das war's dann halt auch. Ja. Okay. Okay. Hoffen wir mal, dass unsere weiteren Begegnungen mit anderen Dämonen genauso glücklich verlaufen. Oh. Ah, doch, er hat was dagelassen. Eine Ledermaske, das könnte sogar vielleicht was Gutes für dich sein. Natürlich sind wir in eine Mine getreten. Das ist natürlich klar. Die eine einzige andere Mine, die hier rumsteht, und wir sind reingetrampelt. Jesus Spiel. Und ihr wollt mir erzählen, dieser Dämon hat die nicht ausgelöst? Ich Ja, will das für ein viel wirklich. größeres Gewicht, der sollte durch den Boden viel mehr zur Bewegung, zur Erzitterung bringen. Ja, wir haben so viel noch zum Identifizieren. Ich hab, wie gesagt, ich habe auch noch eine Axt bei mir rumzulegen. Ich habe eine Arbaleste, die eventuell für dich was Gutes sein könnte. Warte kurz, Jahan ist verwundet. Ah, Magst du ihn kurz zu mir Vorsicht, ich habe schicken? eine Falle entdeckt. Nur noch ein bisschen. Ja. Ach, komm Jahan. schon, Jahan! Wirklich. Oh, Okay, aber ernsthaft? wir haben ihn. Nein, nein, wir haben Ah, okay. ihn. Also er hat ihn aktivieren, anvisieren können, deswegen hat er es überhaupt auch erst auf ihn gemacht. Okay, dann werde ich auch diesmal mal kurz nochmal schnell speichern. Ja, Es mag jetzt das nervig für den Zuschauer sein, aber ich denke mal, wer bis hierhin die Reihe mitverfolgt hat, weiß, wie wichtig es ist für uns trotzdem hin und wieder und dann, abzuspeichern. ja, und dann habe ich eine wichtige Frage an euch. Warum? Warum? Warum was? Warum gucken sie noch? Warum guckt ihr noch? Vielleicht, weil wir immer noch hochladen. True. Okay, dann lass uns versuchen, hier hochzukommen. Du hast gesagt, hier ist noch eine weitere Falle, oder was? Ja. Wo ist sie? Hast du das noch? Weiß ich nicht. Okay, das ist Mein gut. Charakter hat es gesagt. Hier ist eine Falle. Ah, irgendwo ist eine explodierende Mine. Explosive Mine.
Ich hoffe nicht, dass sie eine explodierende Mine sein wird. Okay, aber dieses Tor hier ist sowieso zu. Und ich schätze mal nicht. Nö. Ja, es ist verschlossen. Wir können das schließen. Das heißt, da brauchen wir irgendein Story-Event oder sonst was dafür. Oh, wow. Also, ich wollte gerade Schlossstufe sagen, wir können 1. natürlich versuchen, die Tür aufzuhauen. Ne, ich meine, rein theoretisch, bei einigen Türen ging das zumindest. Ich weiß nicht, ob das bei der Tür auch klappt. Ich meine, sie hat Lebenspunkte. Was echt komisch ist, oder? Könnte man damit theoretisch aber das Spiel echt sehr komisch cracken, indem man einfach sagt, okay, weißt du was, ich nehme jetzt 2, 3 Stunden Zeit und befehle meinem Charakter einfach immer wieder neu, diese Tür anzugreifen. Und dann spare ich mir halt einfach den ganzen Quest-Mist Schätze. irgendwie. Hä? Ich schätze. Ich weiß es nicht so, ne? So. Okay, gut. Dann haben wir nicht die Möglichkeit, hier durchzukommen. Aber man kann ja. Ich weiß gar nicht, sind wir hier oben mal lang? Kann man von hier oben hier rum? Ich weiß es nicht. Weil das Ding ist, sonst wäre die nächste Möglichkeit, hier runter zu gehen. Und hier runter hatten wir bereits kennengelernt. Aber ich weiß nicht, ob es hier oben schon war. Aber hier irgendwo schweben ja diese komischen Beobachteraugen rum, die einen instant killen. Also wollen wir einmal kurz hier oben noch gucken gehen, ob wir hier durchkommen? Können wir versuchen? Ne, und danach würde ich sonst sagen, schätze ich mal, müssten wir sonst hier lang. Weil ich weiß noch nicht, was wir hierbei machen können, um hier raufzukommen, diese Lava zu entfernen. Und ich weiß auch nicht, was der Dude, der hier stand, ob der irgendwas bringt oder sowas. Nehmen wir an, das ist aber ein Kampf, den man gewinnen kann für ein bisschen Erfahrungspunkte. So, mal sehen, ob wir noch doch noch irgendeine Mine übersehen haben. Bis jetzt bin ich nämlich sehr verwundert, dass wir diese eine hier hatten, in die wir reingekommen sind, die auch recht schwach war. Und die da irgendwie in der Ecke liegen muss. Da bin ich schon fast etwas entsetzt und empört, wie wenig Minen man hierbei hingeschmissen hat, um uns am Weiterkommen zu hindern. Beschrei es nicht. Ich höre schon wieder was stampfen. Vorsicht! Oh, wow, Also es sind ja bis jetzt auch nur diese entspannten Feuerminen. Oh, Vorsicht da ist auch nochmal. wieder eine. Und Ja, da das ist sind sie auch gut. eine. Oh, na toll! Okay, Ach und komm, halt Mann! Du bist. nicht blind irgendwo hinrennen. Dort, wo eine explodiert ist, ist schließlich gerade erst eine explodiert. Da wird nicht noch eine liegen. Sonst wäre die ja mit explodiert. Aber wenn man halt anfängt, sich zurückziehen zu wollen und dann blindlings irgendwo hinrennt, rennt man eventuell direkt in die nächsten Minen. Okay, aber hier scheint es irgendwo reingehen zu können, glaube ich. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Wir gucken natürlich nicht die letzte Zeile. Deswegen weiß ich nicht, ob wir nicht schon längst mal hier lang gelaufen sind. Aber guck mal, hier sehen wir die Minen auf jeden Fall. Hier ist eine und dort auf diesem Baumstamm ist eine. Deswegen weiß ich nicht, ob das wieder so welche sind, die wieder verschwinden, wenn man näher rankommt. Oder ob wir die nicht wirklich halt einfach schon gesehen haben, weil wir schon mal hier waren. Ah, hier ist noch ein Kampf, den wir triggern können. Was? Wie? Wo? Du siehst was? Ja, Oh bei ja, mir. das sind so Dämonen. Ja, wollen wir den noch platt machen? Weil in welcher Richtung siehst du den? Ich bin sau verwirrt. Hier, in die Richtung. Okay, können wir gerne versuchen. Dann bin ich nämlich gerade froh, dass ich sowieso den. Genau, bleiben wir hier stehen. Ja, da kommt er jetzt Ich denke mal, das gleich. dürfte reichen. So. Ich wollte gerade sagen, kommst du Ja, auch? deswegen, ich bin jetzt auch gerade vorsichtig, aber so einen Schritt nach vorne gelaufen, bevor er sich jetzt wieder Versteck dich umdreht. nicht von mir. Ich schätze mal, der wird genauso wie der Ja, letzte okay. funktionieren. Das heißt, du haust den, würde ich mal sagen, wieder einen Splitterfall und einen Eisfall rein und dann ist der Ja, dood. erstmal hier. Dann ist er dood. Speerfeuer. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es wieder ist, dass es nicht funktioniert wegen dem, weil er den High Ground hat. Aber ich bin auch mal verwundert, wie viel der halt echt mal immer absorbiert wegen seiner Rüstungsstufe, ne? Hast du es gerade gesehen? Du hattest mit jedem Pfeil, glaube ich, so 150, 160 Schaden gemacht von dem Sperrfeuer. Und er hat einfach bei jedem Mal stand extra da, dass er einfach knapp 100 Schaden absorbiert hat. Sprich, er hat mehr als ein Drittel des Schadens ist einfach absorbiert worden von ihm, den er einfach nicht bekommen hat. Vorsicht, Jahan. Okay, aber immerhin liegen ja Minen auf diesem Weg. Vielleicht kommt man dort eher durch diese Tür. Aber ja, weiß ich, wie groß man es jetzt ausbauen kann. Es sind ja, wie gesagt, ich finde, es sind recht ungefährliche Minen bis jetzt. Es sind ja einfach Feuerminen und mehr nicht. So, die kann man überleben, wenn es gar nicht anders geht. Okay, aber auch verschlossen. Zu suchen auch. Ja, klar, genau. Okay, macht ja auch Sinn, dass man halt nicht sagt, wenn man hier nicht reinkommt, geht man einfach ein bisschen weiter und dort kommt man dann rein. Wobei, interessanterweise, das ist ja. Das versperrt ja diesen Weg hier, ne? Ja. Weil würde man nicht hier dann einfach hier auch hinkommen? Ich bin verwirrt. Aber gut, dann versuchen wir mal hier um die Ecke zu laufen und zu gucken, was man hier so finden kann.
Vorausgesetzt, wir finden hier nicht noch weitere Minen, die uns den Weg versperren. Aber ich schätze mal, wir können es aktuell ganz gut wegtanken. Schnellspeicher nicht vergessen, ist Oh natürlich auch ja. wichtig. Genau, immer schön untersuchen, ob hier irgendwas rumliegt. Sobald das ein bisschen zu viel offene Fläche ist, bin ich instant auch immer suspicious. Warte, leer? Waren wir hier schon mal? Kann gut Weil die sein. Kiste direkt als leer. Ja, er hat die Kisten direkt als leer angezeigt. Haben wir schon mal versucht, hier lang zu gehen? Jetzt bin ich verwirrt. Also hier ist auf jeden Fall eine kaputte Brücke, da kommt man nicht rüber. Aber vielleicht kommt man ja hier lang oder so. Okay, aber was ist. Okay. Oh, brav, Madora. Wirklich wunderbar. Ja, durch diesen Spiegel sind wir hergekommen, oder? Ah, ja. Oder? Ich weiß es nicht ganz, Ja, aber da dieser ist auch die Tür Spiegel. zu. Und was ist das hier? Ah, das ist nur ein Krug. Okay. Ich dachte, das wäre irgendein Schalter oder so. Da ist die Tür auch zu. Oh ja, Tatsache. Also auch hier kommen wir nicht weiter. Jetzt möchte ich mal gucken. Nee. Magst du mal checken, ob sie Lebenspunkte verliert? Nee. Okay, absolut. Okay. Warum ihr dann Lebenspunkte geben? Meine, macht ja wirklich Sinn, so im Vergleich zu so einer Holztür, die man wirklich nicht mit der Axt mal eben aufknüppeln kann. Okay, wir haben auch hier keine Möglichkeit weiterzukommen. Okay, ich sehe es schon wieder kommen. Wir werden definitiv wieder die Lösung konsultieren müssen, weil ich absolut keinen blassen Schimmer habe, wie wir Wollen wir mal zu weiterkommen. dem einen Dings uns teleportieren zu dem einen Schrein? Zu diesem hier. Ja. Geisterwald Sumpf. Können wir natürlich gerne versuchen. Haben wir den auch schon entdeckt oder ist der nur auf der Karte markiert bis jetzt? Den haben wir nicht entdeckt, nein, der ist nur auf der Karte markiert. Ja. Das heißt, wir können natürlich versuchen, den zu entdecken. Wie gesagt, wir können ja versuchen, uns hier so lang zu schleichen. Dann könnte es eventuell hinhauen, dass wir den auch entdecken. Und dann können wir natürlich auch gucken, ob wir hier hoch können. Und von hier schaffen wir es vielleicht dort rein. Und dann können wir mal gucken, was da so los ist. So, jetzt hoffe ich mal, dass Madora schlau genug ist. Sein zweites Mal zu schaffen. Yes, und oh mein Gott, sie ist es. Madora, du wirst überleben. Wir könnten dich alleine lassen und in die Welt hinausgehen lassen. Und du würdest es schaffen. Nein. Einen Monat würde sie wenigstens schaffen. Nein. Ich könnte es mir vorstellen. Eine Woche wenigstens. Eine Woche. Ich glaube, die kann man ihr zugestehen, oder? So, jetzt geht's hier wieder los. Und du läufst mir im Weg rum. Furchtbar. Gut, dann lauf du doch voran und guck, wo die Minen sind. Das Ding ist, bis jetzt macht das aber mehr Sinn, wenn ich vorangehe, weil entweder wenn wir auf Gegner treffen, sollte ich natürlich in vorderster Front stehen mit den Nahkämpfern. Genau, aber du siehst die Minen nicht. Madora ist nicht so gut im Erkennen wie ich. Das mag sein, ja. Okay, ja genau, du läufst direkt in die richtige Richtung. Ich schätze mal, diese Wege hier müssten ja mittlerweile frei von dem sein, was an Minen hier so rumliegt. So, wir sind ja schon mehrere Male jetzt hier diesen ganzen Pfad entlang gelaufen. Da dürfte uns jetzt ja eigentlich nichts mehr überraschen. Eigentlich, ne? Eigentlich. Betonung liegt auf eigentlich. Okay, und dann hier diese Treppe runter. Da Okay, sind hier sind nochmal wieder. Ritter. Das ist kein Problem. Die können wir nehmen. Ja, komm. Ah, schade. Okay, ich dachte, wir kriegen es. Natürlich sind alle vor mir dran. Ich dachte, wir kriegen es hin, dass wir nur ihn triggern und nicht seine Kollegen, weil die ja gerade auf dem Rückweg waren. Wir müssen ihn auf jeden Fall wieder entfluchen, genau. Natürlich ist. Was für eine Aura hast du gerade um dich? Okay, nee, da Weißt war du? es wegen der Fähigkeit. Wenn du die aktivierst, beginnst du so. Ja, so orange Ah. zu leuchten. Ich dachte, das wäre wegen der Fähigkeit. Guck dir das mal an, wie weit die entfernt sind und die sind getriggert worden. Und bei ihm musste ich extra noch rangehen, damit sein Ausrufezeichen dann auch kommt, um zu sagen: Öh, halt, ist dort Das war jemand? noch mal. Entschuldigung. Alles gut. Oh, Wasser haben sie. 200%. Hast du deine Waffe noch ausgedrückt mit Wasser? 100%. Ja, Madora hat sie leider ausgerüstet, ja. Okay. Wucht wieder. CC Ich habe meine Wucht. ja, meine macht ja sonst Feuer und ich habe sie gegen eine Luftwaffe Ach, getauscht. Luft war das, okay. Genau. Und da ist dann ja Feuer oder Luft ist ja, glaube ich, hatte ich jetzt ja eh gesehen, ist ja eh Jacke wie Hose. Boah, das ist Uff. so asozial. Die dürfen ja eigentlich nur laufen können. Ja, heißt es Aber wie weit meistens, bitte, ne? Jungs? Und vor allem, wir müssen ja jedes Mal, ich glaube, 3 oder 4 Aktionspunkte komplett verbrauchen, um einen von denen verwundbar zu machen.
Wie? Du kannst mich gar nicht sehen, Junge. Aber das geht ja noch. Guck mal, das geht ja wirklich noch vom Ja, aber er Zahlen kann her. mich nicht sehen. Das stimmt. Das stimmt. Wieso hat er bitte so viele Aktionspunkte? So, dann muss auch ich jetzt hier einen Punkt verbrauchen, um den guten Nee, hier. der Nee, ist den schon. nicht. Dann würde ich trotzdem einmal das verbrauchen. Ja. Auch wenn ich ihn jetzt vielleicht nicht direkt angreife oder so, aber wichtig ist, dass wir das einmal durch haben, die Runde. Und dann versuche ich immer niederzuschlagen, ihn hier. Hat er leider widerstanden. Und. No, was? Tränke brauchen. Warum brauchen Tränke zwei Aktionspunkte? Das ist halt eine wirklich harte Verarsche. So, ich kann jetzt. Habe ich jetzt gar keine Möglichkeit, irgendwas zu nehmen, um mich etwas zu heilen. Jahan kann dich heilen. An sich, ja, ist ja auch nett, aber ich würde gerne wirklich irgendwas selber schnell nehmen, so, weil Jahan muss ja erstmal rankommen. Ja, gut, okay, da ist keiner zwischen den beiden dran, aber so. Ach. Warum hat er einfach die Kamera gedreht ohne meine Erlaubnis? Ich will das nicht. Okay, Madora ist am Zug. Madora verwendet natürlich auch einmal nochmal. Was ist das hier eigentlich für eine Fähigkeit? Bande der Pein. Das sind gleiche Schaden wie ihr halt. Okay, finde ich nicht schlecht, aber ich sehe echt nicht, dass ich diese Fähigkeit jemals aktiviere. Wobei theoretisch könnte Madora es auch genauso gut machen. Ich meine, Madora hat eine verdammte Wasserwaffe gerade leider ausgerüstet. Vielleicht hätte ich es auf den vorderen Typen machen sollen. Dann hätte, vielleicht hätte er auch zufällig Madora jetzt angegriffen. Ha. Ja, genau. Also ein bisschen Heilung für Nubivan, für Xianyu wäre schon ganz geil. Nice. Die normalen Angriffe von denen hauen halt einfach immer so krank rein, ey. Ja, ich hab jetzt. Na, wobei, oder? Ja, stimmt, du machst ja Wasserschaden. Das schadet mir leider gar nichts. Warum bist du so nutzlos, Jahan? Du solltest alle drei. Ja, easy. Nice! Fucker, Alter! Alter. So, Alter! Bitches. Nice. Ich habe sogar noch einen Punkt übrig. Ich könnte mich noch ein bisschen bewegen. Schön, dass es jetzt aus dem Zielstrebig bleibt. Ja, er greift sogar wirklich Madora an, der Vollidiot. Nice! Alter! Wie gut! Wie passend! Also, original, er hätte auch einfach wirklich jetzt eigentlich eher Xianyu wieder angreifen können. Und wieder. Aber ich bin so oft am Ende des Kampfes. Wird automatisch Madora ausgewählt. Das ist echt lustig. Weil sie ja zuletzt dran gewesen ist. Okay, heile sie einmal. Das fühlt sich gut an. Kleiner heroischer dunkler Schild. Aha. Aha. So, und wie gesagt, ich meine, wenn wir es schaffen können, hier oben zu bleiben, weil ich glaube, diese Augen schwirren nur hier irgendwie so rum, dann können wir zumindest schon mal dort vorne hin, um den Wegpunkt zu entdecken und einmal Erfahrungspunkte nochmal zu bekommen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Sind wir denn schon so weit? Ich Hast schätze du. schon, Ich habe also ich leider echt meine. auf die Zeit gar nicht geachtet, weil ich, wie gesagt, die Stoppuhr nicht Das in heißt, der es wird ein Zugversion kleines erzählen. Überraschungspaket, ob es eine lange oder eine kurze Folge wird für euch, weil wir kein gutes Zeitempfinden haben, was das angeht. Aber auf jeden Fall lief es ja jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin nur ganz kurz ein bisschen sauer geworden. Wobei dieses Sauer in jedem anderen Spiel, das man vielleicht noch nicht so halb so lange auch nur spielt, wäre das ja auch absolut kein Problem gewesen, mal eben einen Kampf mal vielleicht weniger machen zu können. Eben, Ne, es ist ja. halt fairerweise, es ist halt jetzt als Divinity sorgt mit seinen über 80 Stunden halt echt dafür. Ja, wirklich. Oh. Und ja, falls ihr Bock habt, wir sind ein bisschen aktiver auf Twitch unterwegs. Schaut Oh da auch ja. gerne rein beim Order of Gamers. Selber Name wie hier auf YouTube. Ja. Und seid euch gewiss, keine Angst, wir haben Divinity 1 noch nicht aufgegeben, auch wenn Divinity 2 von Freya und ihren Konsortinnen gespielt wird. Wir versuchen natürlich trotzdem, uns noch durch Teil 1 durchzubeißen, weil wir haben es so weit geschafft. Ja. Wir sind jetzt so weit gekommen, wir müssen es ja irgendwie schaffen. Es kann nur sein, dass wir halt immer mal wieder uns öfter so Pausen einlegen. Weil es gibt so viel bessere Spiele. Das ist Ja. die Wahrheit. Es gibt einfach sehr viel bessere Spiele. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich auch bei Divinity Original Sin 2 faile, dann schaut gerne montags auf Twitch vorbei. Ab 18:30 Uhr. Ja. Jeden Montag. Sisi. Alles klar. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.